So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen Fortnite-Tänze wie ein 1er-Abiturschüler und dann setzen wir uns hier nochmal ein bisschen hin. Oh Mann, das wird ein super spannender Kampf. Hä? Was denn mit ihm? Hä, hat der kein Schwert? Ja komm, dann boxen wir uns eben so. Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jump League. Ich muss jedes Mal den Namen im Chat ablesen, weil ich ihn jedes Mal vergesse. Und bitte, ja, oh, ich bin so eine krasse Maschine. Level 1 geschafft, ohne runterzufallen. Oh nein, das werde ich sowas von verkacken, ich weiß es jetzt schon. Wie springe ich da jetzt am besten drauf? Oh, ich dachte schon, ich fall runter. So. Ja, oh, ich dachte, ich bin runtergefallen. Glück gehabt, ich bin so krass. Dieses Modul war zu wild. Oh nein, nicht das. Ja, genau deswegen hasse ich das, ey. Hey, ich war noch drauf. Du, Alter. Die wollen jedes Mal. Also, wer das beim ersten Mal schafft, ne? Das sind einfach Psychopathen. So. Zack. Och, da ist ja noch was. Oh ja. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal direkt geschafft. Diesen Sprung. Hallo? Das ist so ein leichter Sprung und ich verkacke zweimal. Das Q in meinem Namen steht für Qualität. Junge, lieber Supporter, bitte tu mir hier das hier Schleichwerbung, weil ich die ganze Zeit hier machst. Ich habe hier schon mit King Flo zu kämpfen. Och nee, ernsthaft. Was soll denn das bitte? Boah, wir sind zu dritt. Das wird ja ein richtig spannendes Deathmatch. Och nein, bitte nicht. Oh, zum Glück habe ich das noch gesehen. Das wäre... Ich hätte mich da dann später darüber tot geärgert. Oh, wenn ich jetzt... Ich hatte mein Minecraft-Leben. Abgehobener Bär hat aber trotzdem nichts drauf. Und zack. Und jetzt? Oh. Ich hab schon wieder gesehen, wie ich runterfall. Oh nein, nicht das. Da wusste ich doch letztes Mal schon nicht, wie es funktioniert. Ich weiß immer noch nicht, wie es funktioniert. Wie soll ich denn da drauf kommen? Hä? Ich hab keinen Plan. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier drauf kommen soll. I don't know. Also ohne Leiter habe ich echt keinen Plan, wie das lösbar ist. Man, hier wird ja jetzt schon die Leiter hin gemacht. Und ohne die Leiter kommt man ja auch nicht hoch. Und ich komme auch so nicht hoch. Warum mir denn jetzt nicht? Ey, das ist doch nur wegen dieser dreckigen Leiter jetzt. Sie haben es jetzt von schwer auf noch schwerer getan. Ja. Ja, Level 10. Und wo hockt der? Der ist ja noch weit hinter mir. Junge, was ist denn das hier? Boah, ich bin einfach zu krass für das Modul. Es hat einfach keine Chance. Wenn ich das jetzt... Peinlich einfach. Es ist peinlich, dann vor diesen ganzen Menschen so bloßgestellt zu werden. Weil Julian, kannst du bitte kurz chillen? Ich krieg hier gerade einen Herzinfarkt wegen dir. Bitte red wann anders weiter. Oh nein, really? Ich hab's einfach falsch gemacht. Oh nee, ich wusste doch nicht ganz bis zum Ende. So, hier. Jetzt muss ich da drauf, oder wie? Aber wenigstens kann ich nicht mehr so verkacken, dass ich zurück muss. Zumindest zum Anfang und dafür ein Leben einbüßen. Hä, aber wie soll ich denn das machen? Bitte, ich will einmal das Level Modul 10 First Try machen. Nein! Dieses Meeresabenteuer ist mir ein bisschen zu wild.
Ist das überhaupt möglich? Also, jetzt mal wirklich, ist das überhaupt möglich? Weil die Glasscheibe da, die blockiert doch meinen Weg. Da, ich falle die ganze Zeit wegen der runter. Ich komme dahinter überhaupt nicht. Nein! Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ach komm, dieser... Ich hasse diese Glasscheibe. Hier, ich will noch 99% haben. Schade, wie viel habe ich? 2100 und näher... Okay. Ihr glaubt, das wird dein einfacher Sieg. So, machen wir so. Zack. Verzaubern wir den ganzen Stissel noch. Mit Schärfe 2. Schön. So, holen wir uns eine Angel. Was zum Essen. Wer hat es geschafft? Niemand. Zeit ist abgelaufen. Ich glaube, er hat das Spiel nicht verstanden. Kaufst du dir nichts für den Kampf? Hey, hat der das Spiel schon mal gespielt? Oder warum kauft er sich nichts? Ah, jetzt. Okay, ich glaube, er hat nicht gecheckt, dass noch nicht zu Ende ist. Aber wenn ich hier mit Rüstung rumlaufe... So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen Fortnite-Tänze wie ein 1er-Abiturschüler und dann setzen wir uns hier nochmal ein bisschen hin und beobachten den Erzfeind. Junge, du hast doch 90 Coins, willst du... Ja, ich hab... ja, gut, ne? Hallo? Hallo? Komm, bitte kommt... Ah, hey, aber... Hey, wa... Oh Mann, das wird ein super spannender Kampf. Hä? Was denn mit ihm? Hä, hat der kein Schwert? Ja komm, dann boxen wir uns eben so. Ich mach dich auch so fertig. Zack, 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 zack. Oh, da machen wir hier ein bisschen gleichgestellt. Aber er hatte doch noch... Ah nee, man braucht glaube ich 100 Coins. Aber man kauft sich doch zuerst was zu kämpfen und dann erst die Sachen zum... Ach, egal. Jetzt holt er erstmal so sein Dia-Schwert raus. Seht ihr? Ich brauche gar kein Schwert. Bin auch so der Krasseste. Also, ich mag den Kampf. Oh Mann, das ist aber echt ein wirklich spannender Kampf, muss ich echt sagen. Es macht so viel Spaß, wie er voll mit Emotion, Motivation in diesen Kampf reingegangen ist. Jetzt lässt er aber etwas nach. Ey, nee, ach nee, das kannst du doch keinem erzählen. Ich habe fast Modul 10 First Try gemacht, wenn die Glasscheibe da nicht gewesen wäre. Und dann gewinne ich einfach mal das Deathmatch einfach nur mit der Hand. Tja, das habt ihr bestimmt noch nicht geschafft, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.